Okay, dann machen wir es so. Bevor wir loslegen, nochmal ein Hi, Eileen. Hi, Marius. Hey. Ich würde mich noch gerne bedanken an Rode, die mir diese Funken zur Verfügung gestellt haben, die Go Wireless 2. Davon habe ich zwei Stück. Da ist noch der Empfänger, der hängt am Handy. Und damit mache ich meine IRL-Streams in Zukunft und vielleicht meine Call-Streams etc. etc. Dankeschön an dieser Stelle. Und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann klickt doch, falls das hier ein DLD wird, ich hoffe doch natürlich, unten auf die Beschreibung. Da ist ein Link dazu. Und legen wir jetzt los. Polaris 2023, die zweite Polaris. Wir gehen in die Richtung erstmal. Wir gehen Richtung Gaming. Und danach gehen wir rüber zu Anime und Schüssel. Wir können ja mal bei der Mainstage vorbeischauen. Sorry. Da waren vorhin auf jeden Fall Simon, Buddy, Nils und Etienne, glaube ich. Sind die da noch? Ich pack mal meine Funke hier lieber nach oben hin. Nicht, dass man mich dann... So, ich glaube, so kann man mich noch besser hören. Okay, das ist schon mal ein Waldboy. Schon nicht schlecht. Hallo, 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 ich grüße euch. Hey, hallo, hey. Na, sind gerade live. Oh, hi. Hi, hi, ne? Ja, ja. Kennt man unter anderem, woher kennt man dich? Hauptsächlich aus Amateurpornos und Rocket Beans TV. Ah, und ja. Heißt Amateurporno Rattenkönige? Ja, genau. Ja. Ah, ja, ja. Schau doch mal vorbei, hab gehört, du bist ein recht guter Schauspieler. Nee, überhaupt nicht. Nicht so performant? Doch, performant schon, aber nur so eine Minute lang. Ja, aber du repräsentierst damit das Volk. Ich finde es ganz gut, dass du die Masse repräsentierst, nicht mal diese ganzen anderen. Ja. 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 Was geht bei dir heute? Ich bin eben gerade angekommen und ich schaue mich jetzt ein bisschen um. Und bei euch? Ja, wir drehen jetzt so eine kleine Runde über die Messe. Ja, da sind so vier ältere Herren, die da so sitzen und reden. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Beans oder so. Ja, ja. Die Rocket Boomer. Ah ja, genau die. Ja, da war ich gerade. Oh, okay. Ich habe sie früher sehr gern geguckt. Ja, ich auch. Ja? Ich schaue die heute noch ganz gerne. Ja? Beans. Ja. Wirklich? Sind die immer noch da? Ja. Ja, dann schauen wir doch mal hin, oder? Macht es mal. Ja, dann gehen wir mal kurz hin. Spaß. Bis nachher. So. Gehen wir mal hin zu den Rocket Beans. Die sind anscheinend noch. Also ich schaue die immer noch gerne. Und es ist krass, wie viele Leute die einfach mal live hier jetzt haben. Also ich glaube... Ey, die Stage ist voll. Ja, alles gut. Ja, alles gut bei dir? Wie geht's dir? Ach gut, und bei dir so? Ja, mir geht's auch gut. Hallo. Hi. Und bist jetzt hier mit Pfester, ne? Ihr habt einen kleinen Stand? Wir haben eine Foto-Op. Ja, Foto-Op. Zeno, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ja, ja, also ja. Community Manager von Bethesda. Dankeschön, vielen Dank. Also habe ich dich jetzt vorgestellt. Ja, ja, perfekt. Wir haben eine Foto-Op, wo du in den Anzug reingehen kannst. Ah, dein Profilbild, ne? Ja, genau, mein Profilbild, ja. Sehr geil. Ich dachte tatsächlich immer, das wäre, jeder von euch zieht es an, aber das ist ja so ein Anzug, der da schon steht und man muss ihn hier nur reinstellen. Ja, du kannst von hinten rein und dann kannst du mit der Höhe noch anpassen, dass das alles passt und dann, sehr zu empfehlen, einfach hier vorne rein und dann einmal durchlaufen. Da schauen wir auch mal gleich vorbei. Müssen wir mal ausprobieren. Danke dir. Sehen wir nachher. Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Okay, ich halte das Ding jetzt einfach so, ist glaube ich einfacher. Ja, wenn du die ganze Zeit Leute interviewst, ist es auf jeden Fall einfacher. Ist definitiv einfacher, ich laufe jetzt einfach auch so herum. Also wir sehen da vorne, da ist die Bühne, da ist die Mainstage. Wir können auch da vorne links einmal hin, da kommt man gut durch. Da kann man mal die Mainstage wirklich komplett sehen. Wie meinst du es? Ey, ich muss sagen, Etienne sieht richtig fresh aus. Was ist denn da passiert? Warte mal. Man kommt nicht an sie ran. Schwierig, schwierig. Also, falls ihr gerade... Hallo. Ich winke Leuten einfach zu. Also, wenn ihr gerade live seid, dann guckt auch gerne auf dem Polaris-Kanal vorbei. Die streamen das da, glaube ich, auch gerade live. Sollte auch ohne Probleme funktionieren. Es gab hier übrigens ein Q&A gerade auf jeden Fall. Ein Q&A? War das hier mit Gronkh an dieser Stelle oder? Das Meet and Greet mit Gronkh ist auf der anderen Seite in der Ecke links. Okay. Und da war wirklich die Hölle los. Also, okay. Also wir hatten letztes Jahr beim Meet and Greet der Freuds ja unser Pack-Opening gehabt. Diesmal haben die Freuds einen eigenen Stand. Vielleicht treffen wir uns nachher dort und machen das Pack-Opening einfach bei denen. Ich habe Paul gestern getroffen, die meinten da so, merch-technisch haben sie schon fast alles verkauft. Also, vielleicht sind da weniger Leute, ist ein perfekter Ort für dann dementsprechend ein Pack-Opening mit der Community. Soll ich deine Tasche abnehmen? Alles gut, passt schon. Falls es dir nur angenehmer ist, kann ich das gerne machen. Ah nee, ist ja nicht viel drin. Ja. Gucken, wir gehen ja mal rum. Hier ist die Indie-Arena.
Und hier wird TikTok morgen versuchen, einen Weltrekord aufzustellen mit den meisten CosplayerInnen an einem Ort. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Schauen wir uns mal ein bisschen. Oh, Nintendo, auch sehr, sehr cool. Wir konnten auf der Gamescom zum Beispiel Mario Wonder noch gar nicht spielen. Da wurde es noch gar nicht angekündigt, aber hier haben wir die Möglichkeit, es zu spielen. Ich habe gestern die letzten 10 Minuten der Messe damit verbracht, Super Mario Wonder zu spielen. Hat mir Spaß gemacht. War eine beschränkte, also irgendwie, glaube ich, konnte man auch nur 10 Minuten spielen, dann war die Demo vorbei. Ah, ich habe es noch nicht ausprobiert. Hast du noch nicht ausprobiert? Nee, eigentlich habe ich relativ viel auf heute verschoben. Und eigentlich wollte ich Sachen morgen machen, aber heute Abend fliege ich nach Amerika. Schon wieder. First World Problems. Also hier ist der Nintendo-Stand. Muss noch ein bisschen weiter gehen, aber dann sind sie hier auch ein bisschen versteckt. Da ist es. Es stehen nicht so viele Leute an, wie ich erwartet habe. Ich dachte, es ist halt so schlangenmäßig wie in der Gamescom. Aber es hält sich in Grenzen. Ah, ne. Es hält sich doch nicht in Grenzen. Guckt euch das mal an. Das heißt die Schlange für Super Mario World Wonder. Super Mario World Wonder. Oh Gott, ich komme da mal durcheinander. Ja, kann man da spielen mit bis zu 4 Leuten? Kein Problem. Bisschen gespielt gestern, ist okay. Hey, guck mal, das ist René. Hallo. Hi, was machst du denn hier? Ja, ich habe Urlaub. Ich bin privat hier. Du bist privat hier? Ja, zum Netzwerken. Zum Netzwerken. Und schon Leute getroffen, die man kennen sollte? Ja, ich habe 2 Management-Sachen unterschrieben direkt. Und 2? Ja, meine Managerin ist jetzt abgehauen. Und wo hast du jetzt unterschrieben? Direkt bei YouTube. Direkt bei YouTube. Und TikTok? TikTok, ja auch. Kick? Auch, ja. Kick auch. Browser überall. Ja, okay. Only Fans? Ja, aber ist doch im Aufbau. Minecraft? Nee, habe ich abgeschworen. Abgeschworen. Bist du bei dir live? Ja? Schön. Ja, ich bin gerade live. Bei dir? Ja, bei mir. Ah, grüßt euch, ja, hallo. Hallo, das ist das René. Man kennt ihn. Aus den Formaten wie Sommerfest. Und Beans Castle. Beans Castle, ja. Good old Beans Castle. Jetzt hast du wieder Wunden aufgerissen. Jo, es tut mir echt leid. Wann kommt Beans Castle? Was? Wann kommt Beans Castle? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden darüber sprechen. Das ist wie mit Nuzlocke. Wann kommt Nuzlocke? Es liegt genau dort, wo Beans Castle liegt. In der Schublade, ja. Genau. Alles in der Schublade liegen. Ja, ja, ja. Ja, genau, da ist es. Wir kennen die Schublade. Man sehr tiefe Schublade. Ja. Und ja, tiefe schön. Wunden. Schön. Ja. Wir gehen nochmal weiter. Ja, machen wir weiter. Viel Spaß noch. Schönen Tag. Vielleicht sieht man sich. Man sieht sich nachher bestimmt noch. In welche Richtung soll es gehen? Weiter wir gehen da, wieder zurück dort in die. Also, was man sagen muss, qualitativ zu letzten Scroll. Jahr. Ja, genau, Scroll. Es ist groß geworden, also noch größer. Ja. Es ist sehr viel mehr los, es sind sehr viel mehr Leute da. Und cosplay-technisch ist hier wirklich echt großartig. Ich habe so viele super Cosplays gesehen. Wir sehen es ja drüben, ein World Record Event. Morgen, 14 Uhr. Wird spannend. Also es wird viel versucht. Also von der Größe, es ist eigentlich genauso groß wie letztes Jahr. Also die haben da jetzt nicht eine Halle mehr oder weniger. Es ist eigentlich die gleichen beiden Hallen, aber halt mehr Leute. Oh, guck mal, da ist Sebastian. Was man halt sagen muss, alles ist wirklich besetzt hier. Guck mal. Das. Du hast den anderen Asiaten gemeint. Er meinte den anderen Asiaten. Nein. Das sind gerade live. Mega awkward. Also, das war der Spider-Man-Moment. Ich dachte so, Mary Jane winkt mir zu, aber Mary Jane meint. Achso, du dachtest. Ja. Ich hab euch beiden. Er hat nicht mir zugewunken. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hab ihn nicht als erstes gesehen, weil ich hab die ganze Zeit nach Adrian gesucht. Ja, du hast deine Hand gehoben und ich dachte so, Moment, den kenne ich doch, wink doch zurück. Aber wir haben es auch aufgelöst. Ja, wir haben es aufgelöst. Gerade angekommen? Ja, wir sind schon einmal ein bisschen rum. Okay. Aber so viel haben wir noch nicht gesehen. Bisschen Retro-Börse. Oh, Adrian ist verschwunden. Ja, Entschuldigung. Ach so, ihr wart gemeinsam hier und dann seid ihr... Ach so, ich dachte, ihr habt euch jetzt eben gerade getroffen. Ja, dann habe ich eine Freundin aus Versehen gesehen und war dann so, ja... Aus Versehen gesehen, das klingt nicht so gut. I don't know how to describe it. Die anderen sind mir egal. Okay. Ja. Nein. Bitte nicht filmen. Bitte nicht filmen. Ja, nicht so awkward wie gedacht, aber doch mehr awkward. Aber, ey. Was ist Kuro denn? Kuro ist auch da.
Okay. Ja, wir gehen auch mal kurz zu Kuro. Wir gehen mal kurz zu Kuro. Macht mal. Ja. Geht ihr nicht hin? Ihr wart schon. Ah, ihr wart schon gerade bei ihm, okay. Gehen wir mal hin. Die Retro-Ecke, die Retro-Ausstellung hier. Guck mal, wie wir da haben. Ist das nicht Kuro von Game 2? Oh, der feine Herr. Oh, schön, ja. Das ist jetzt jemanden vergrault, ne? Ja. Nee, das ist Carsten Graue. Der ist nicht da. Ich wollte gerade sagen, das ist Carsten Graue. Nee, aber ja. Du hast jemanden vergrault. Ah, okay, ja. Sorry. Wir haben gerade noch so mit Tim über alte Game One-Zeiten gequatscht. Mhm. Und dass wir ja mit Game 2 jetzt Game One überholt haben. Das war so quasi die Staffelübergabe, sollte heute gerade stattfinden. Und dann heute war die da im Livestream hier rein. 300, Folge 308 von Game 2, heute erschienen. Game One, damit RIP eindeutig. Game 2 wurde überholt. Ja, guck die Folge. Ich bin jetzt quasi arbeitslos. Jetzt umorientieren. Du bist jetzt arbeitssuchend? Ja. Ja. Ich habe gehört, es gibt viele Stellen bei der. Nein. Nein, das machen wir. Too soon. Aber es ist ja gar nicht so schlecht, hier zu sein. Du kannst schön netzwerken und Leute suchen und dich vorstellen, eventuell dann hier irgendwie noch in der Games-Branche zu bleiben. Also die Stelle meines Kameramanns hier ist, glaube ich, besetzt. Nee, ich werde mich wahrscheinlich komplett umorientieren. Ich würde gerne ein zweites Standbein aufbauen oder mein zweites Standbein jetzt halt zu meinem ersten Standbein machen. Und das ist halt Badminton-Trainer. Okay. Ist, glaube ich, fast wie Tennis, ne? Ede spielt doch gerade. Ja, halt Tennis nur mit Skill. Oh, ihr habt's gehört. Tennis mit Skill, Badminton. Mhm. Sorry, dass ich hier mich aufgehalten habe. Du darfst das immer. Ich darf das immer. Ihr habt's gehört, Kuro. Nicht zu lange umarmen. Nicht zu lange umarmen. 5-Sekunden-Regel, ne? Also, Retro-Börse. Kuro. Man kommt zu den Retro-Games und trifft Kuro. Was soll das heißen? Wir sind alle Schweine alt. 50 Jahre Gaming. Ich bin 34. Das heißt, Gaming war 16 Jahre alt, als ich auf die Welt kam. Scheiße. Da haben wir einen Super Famicom. Wir haben dann nochmal die NES nochmal von Lego, die ich gerne hätte. Kostet leider 250 Euro. Ist ein bisschen too buku, aber hey, was soll's. Alter, guckt euch mal das Glas an. Was ist da los? Ist das so schwer? Ich weiß nicht, was los ist, aber ich glaube nicht, dass dieses Lego-Set so schwer ist, dass das Glas hier fast durchbricht. Na, hier oben ist es genauso. Vielleicht sind die Sachen einfach alt. Ja, ganz vorsichtig. Oh, das ist ganz cool. Panasonic Add-on zur GameCube, damit man auch DVDs abspielen kann, war Japan-exclusive, war glaube ich auch mal eine Nerd-Quiz-Frage. Das hier ist eine GameCube, die ich sehr cool finde, leider nie in Europa erschienen, die orangene GameCube. Sehr, sehr schade. Ich glaube, Marc Tüfs hat sich so eine geholt. Ja, natürlich, wer sonst? Aber ist die GameCube nicht auch die Konsole mit den meisten Upgrades für die Konsole? Also es gab ja Diskfächer, es gab Modem, es gab dann noch den Game Boy Advance Slot, es gab sehr viele Sachen. Ja. Weiß gerade gar nicht, aber möglich wäre es. Wir haben hier nochmal Metroid, gesamten Collection von NES bis hin zum, ja, die neueste Version fehlt, Metroid Dread. Aber sonst ist alles am Stissel. Sehr, sehr cool. Und Super Mario. Sehr viel Super Mario. Super Mario. Solche Pins hatte ich früher. Oh shit, wenn ich die gerade sehe. Ich hatte wirklich den mit dem Motorrad gehabt. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist, aber ich hatte den wirklich gehabt damals. Das war sehr cool. Es gab damals auch ein Brettspiel von Super Mario. War nicht so gut, aber trotzdem habe ich es gerne gespielt mit Freunden, weil es ist Super Mario. Ist einfach cool. Also da versuchen sich einige an der Original-NES, an Super Mario World 3. So retro. Oh. Nostalgie pur. Oh, oh. Und da sehen wir den Power Glove mit Originalverpackung. Also wie hier in The Wizard oder im deutschen Version Joystick Heroes gesagt wird, It is so bad. Hab irgendwo gesehen, dass ein Stop-Motion-Artist mit so einem Power Glove seine Filme macht. Beziehungsweise man nimmt die einzelnen Szenen auf und tippt dann alles mit dem
Power Glove ein, damit er dann halt die jeweiligen Frames dann mal aufnehmen kann. Das ist ziemlich cool. Also, was er daraus gemacht hat. Also haben wir hier. Oh, nochmal. Rob, der glaube ich nur 2 NES-Spiele rausgebracht hat. Mittlerweile auch nur eine Kultfigur, weil er auch bei Super Smash Bros. Dabei ist. Als Amiibo. Und ich glaube, er hat auch noch einen Auftritt bei Mario Kart DS gehabt. Ja, Super Smash Bros. Oder so. Aber cool. Oh, eine Famicom Mini sehen wir hier vorne. Die japanische Version vom NES mit einem riesen NES-Layout. Button-Layout. Frag mich, ob die funktioniert. Nee, funktioniert glaube ich nicht. Ich liebe einfach den Controller. Also ja, ich finde auch den Controller-Aufbau, der ist... Ah. Also ich glaube, Nintendo hat sich ja damit... die waren ja Wegbereiter des modernen Controllers, weil früher war es ja so Joystick. Und die haben, glaube ich, das Digi-Kreuz dann eingeführt, haben es auch sehr lange patentiert gehabt. Das heißt, alles, was danach kam, war ja nicht ein Kreuz. Also man schaut sich den PlayStation-Controller an, der war ja nicht wirklich ein Kreuz, sondern es sind ja 4 einzelne Tasten. Weshalb sie dann das Patent umgehen konnten, was Nintendo angemeldet hat. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Dafür bin ich doch vielleicht zu jung. Das müsste eine, also was dieser Ball ist, keine Ahnung, aber das ist eine alte Werbung von Super Mario. Die hatten ja in Japan super viele verschiedene Super Mario Games, die sie halt nicht gebracht hat. Ja, aber das ist Game Boy Micro. Das ist Game Boy Micro. Oder haben wir auch OG Donkey Kong an der Arcade. Und? Da haben wir den Namensgeber von der Hand aus Tears of a Kingdom von Link, die Ultra-Hand. Das ist eine Anspielung auf dieses Ding hier. Das ist die OG Ultra-Hand, die Link dann nachher in Tears of a Kingdom hat. Mhm. Keine Ahnung. Wenn man sich so das anschaut, denkt man sich so einfach, okay, das ist halt so ein Gimmick, was man damals in der Yps-Zeitschrift hat. Aber das sind so die ersten Sachen, die Nintendo damals verkauft hat. Und Hanafuda-Karten. Also bevor sie dann halt elektronische Spielsachen verkauft haben, haben sie dann halt auch noch haptische Spielsachen verkauft und holy shit, das ist einfach eine Remington Shotgun. Für Duck Hunt. Guck das mal an. Für Duck Hunt. Für Duck Hunt. Kannst du hier so im Westen nicht verkaufen, vor allem bei den Amerikanern, wenn die sowas sehen, die drehen durch. Gibt schon Gründe, weshalb dann einige Waffen dann halt angepasst wurden, damit sie nicht wie echte Waffen aussehen. Aber es waren die 80er, da war alles ein bisschen anders. Früher war vieles anders. Sehr, sehr wild. Ich hoffe, Stream ist noch an. Stream ist, unterhält sich mit uns. Sind alle cool drauf? Okay. Cool, cool, cool. Gehen wir mal ein bisschen weiter. So, melden sich ja einige für das Cosplay-Ding da an. Da, auch jemand als, oh, sorry, auch als VLC-Player verkleidet. Finde ich auch gut. Ich hab letztens eine Winra-Lizenz gekauft. Ich bin jetzt stolzer Besitzer der Winra-Lizenz. Ich weiß nicht, ich wollte ihm was Gutes tun. Klingt verrückt, aber ist aber so. Die haben sich bestimmt gewundert, dass irgendwer dafür Geld bezahlt hat. Ja. Ich wollte halt einfach, dass sie sich freuen und sehen, Alter, der Typ hat sich eine Winra-Lizenz gekauft, obwohl die umsonst ist? Vielleicht sollten sie hier mal drüber schenken. Oh, das ist ein Retro-Flummer. Richtig cool. Okay. Ich hab was bekommen, ich weiß nicht. Ist das gut oder schlecht? Was steht da? Das willst du nicht wissen. Okay. FSK 18 wahrscheinlich. Ja, ist in Ordnung. Bis 18 heißt das. Wir dürfen jetzt in die 18er Abteilung. Oh, der Retro-Flohmarkt. Ah, wir gehen später zum Retro-Flohmarkt. Wir gehen jetzt mal hier ein bisschen herum. Sengoku Dynasty. Clam. Oh, warte. Hier ist ja noch Matteo mit Marky's Adventure. Da wollte ich noch mal kurz vorbeischauen. Muss mal kurz gucken. Das Ohngesicht ist da. Ist der hier? Ich glaube, ich hab ihn noch eben gerade hier gesehen, oder? Was hier? Wo ist denn Matteo? Wo ist Marky's Adventure? Ich dachte, er war eben hier. Ich dachte, ich hatte ihn eben gerade gesehen. Oder war es da hinten? Muss mal kurz gucken.
check mal kurz die Lage. Oder habe ich ihn? Oder habe ich ihn hier aus gesehen? Wir sind ja von hier aus reingekommen, oder? Ha! Ach, da vorne ist er! Da ist er! Gehen wir mal hin! Sonst hier sehr viele Indie-Games, die man noch antesten kann? Beat Slayer? Sie ja da! Na, was geht? Hier und bei dir? Oh, ich bin gerade angekommen, mache jetzt mal eine kleine Runde. Ich sehe schon, du hast schon einige Spiele. Du hast auch ein neues Spiel am Start, oder? Genau, Rogue Jungle ist dabei. Und Marky's Adventure natürlich. Okay, sehr cool. Aber hier wurde ja gerade eher Marky gespielt, ne? Genau, ja, Rogue Jungle immer, wenn jemand das anspielen möchte. Es kam auch schon wieder wegen Rogue Jungle, aber auch. Also immer so 50-50. Ich komme später nochmal vorbei für Rogue Jungle. Sehr gerne. Cool. Ganz schöne Runde euch noch. Jo, danke schön. Scrolls am Start. Ist auch eher so ein bisschen, ich habe gestern mit einem Entwickler gesprochen, der hat gesagt, das ist halt so ein Spiel, womit man halt eine Map aufklären mit verschiedenen Tierwesen. Muss man sich, glaube ich, noch ein bisschen genauer anschauen. Also so ganz habe ich das noch nicht ganz verstanden. Sebastian gespottet, ja, Sebastian war vorhin hier. Gehen wir weiter. Hey, moin! Hey, wir sehen uns ja nachher, ne? Nachher mit Nino essen und so? Hat dir geschrieben? Nee, ich bin nicht dabei. Du bist nicht dabei? Nee. Ist keine Zeit gehabt. Nee, ah. Nee, ich muss hier meine Retro-Leute und sowas. Ah, okay. Ah, schade. Ja, ja, also es ist live, wir sind gerade live. Jesus. Ja, es ist so. Ja. Aber freut mich, dass du hier bist, ja. Ja. Wie weit seid ihr schon gekommen? Habt ihr meine Ausstellung geguckt? Die Retro-Ausstellung? Ja, da waren wir gerade. Das ist ganz verrückt, was du alles hast. Also, ich finde halt, du hast sogar die Ultra-Hand. Ich habe auch die Ultra-Hand. Ja. Du erkennst die Ultra-Hand? Ich erkenne die Ultra-Hand. Ja, cool. Ja, natürlich. Also, das ist ja der Namensgeber von der Ultra-Hand, also Tears of the Kingdom. Ganz genau. Das ist Gunpei Yokoi, der hat ja bei Nintendo den Game Boy erfunden. Ne? Und das war sein allererstes Spielzeug, was er für Nintendo gemacht hat. Das war ja da, der war ja eigentlich, der war sowas wie Hausmeister oder sowas und hat immer rumgebastelt. Und irgendwann kam Yamauchi, der große Chef, rein und hat gesehen, oh, der hat das drauf. Und dann war die Ultra Hand sein allererstes Spielzeug für Nintendo. Und alles, was in der Vitrine drin ist, glaube ich, also diese Teufelstonne und noch ein paar Sachen, oder dieser Gunman, diese... Also die Duckhand, ja, die finde ich ja richtig wild, weil die sieht einfach aus wie eine richtige Schrotflinte. Genau, das ist weil jeder denkt, Duckhand ist ja NES irgendwie nur, aber es gab das von 76 und das war ein Lichtpistolenspiel, also mit dieser Schrotflinte, und du hattest einen Projektor da drin und der Projektor hat dann sich hin und her bewegt mit Batteriebetrieb und hat die Ente an die weiße Wand geworfen und du hast sie runtergeballert. Ah, okay, halt das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe nur auch gesehen, die Vitrinen, die sind ein bisschen, wie soll ich sagen, das Glas, es biegt sich ein bisschen. Ja, dummerweise, die Vitrinen sind ein bisschen rattig, die ich bekommen habe, die großen, weil das sind so Plastikböden und die sind einfach durch. Ja, habe ich gesehen, ich dachte so, oh mein Gott, wie schwer sind denn die Dinger bitte? Ich glaube, da kannst du maximal eine Federnausstellung oder sowas machen, wo sich nichts durchbiegt. Der Rest ist. Nee. Ist einfach. Aber macht ja nichts. Aber das alles ist deine alles deins? Alles mein Zeug, ja. Oh, krass, okay. Von einer Person, ihr habt es gehört. Also, ich dachte erstmal so, okay, sehr viele Sachen, sehr viele verschiedene Sachen. Auch die ganze Mario-Vitrine, die du da hattest. Auch das große NES-Pad. Das ist das Einzige, genau. Das gehört Wolf, das gehört Superkraut hier, den Veranstaltern. Und eigentlich auch funktionsfähig gewesen gestern noch, aber auch so Marke Eigenbau. Und ich musste gestern ziemlich viel dran reparieren. Und heute schaffe ich das einfach zeitlich nicht mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, so ein bisschen das große NES-Pad und drauf die Famicom Mini, das ist irgendwie so ein schöner Gegensatz. Und dann können die Leute halt zocken. Okay, was mir bei Metroid noch aufgefallen ist, da fehlt noch Metroid Dread. Da waren alle Spiele, bis auf Dread. Weil ich halt einfach wie wild alles zusammengesammelt habe. Und ich habe
vergessen, hast du vollkommen recht, in meine Handheld-Ecke zu gucken. Irgendwie, obwohl Dread ist ja... Dread ist Switch. Ja, genau. Das ist ja dann auch zu modern. Deswegen, ich habe, du hast gesehen, ich habe bei GameCube, glaube ich, aufgehört oder sowas. Das wäre dann zu... Ja, du hast auch die orangene GameCube, die ja wirklich nur Japan-exclusive war, oder? Die japanische, genau. Aber noch schöner, der Panasonic Cube daneben. Die habe ich auch gesehen, ja. Ah, der ist so schön. Wundervolle Konsole. Ja, schade, dass sie nicht so erfolgreich war. Nee, ja, für mich gut, weil der Wert natürlich immer steigt. Ja klar, als Sammler ist sowas immer toll. Ja. Ich sehe gerade, oh, Captain Tsubasa. Aber das hier sind alles japanische Module, ne? Ja, gut. Japanische Super Famicom. Okay. Ich habe ganz falsch eingepackt. Also wir haben ja heute und morgen Börse, ne? Ja. Und nachdem ich das organisiere, habe ich auch ein paar Tische und dachte mir, japanophiles Publikum, also geil, japanische Super Famicom-Spiele, aber läuft gar nicht. Aber macht auch nichts, ich habe kein Problem. Ach, schade. Hast du eigentlich einen Adapter dafür? Zum Verkaufen nicht, nee. Ah, zum Verkaufen nicht. Das ist halt wirklich eher so Zeug hier. Zum Sammeln. Also ich finde zum Beispiel die VHS-Verpackungen, die sind immer schön in die Vitrine stellen. Also ich habe davon auch einige damals gekauft in Japan beim Super Potato. Die sind halt immer in die Vitrine stellen, aber zum selber Spielen habe ich gar keine. Ja, geht mir ganz genauso. Also es ist wirklich auch nur Ansichtssache sozusagen. Ja, cool. Ich schaue mich nachher nochmal um. Ich laufe mir noch eine Runde. Ja, wir sehen uns nachher. Ah, ich glaube, wir machen so lange, wie es geht. Ja. Danke. Vorhin gab es irgendwie eine Meldung mit Magenta Volumen. Ich weiß nicht. Oh, ich habe kein Volumen mehr. Irgendwie kam da eine Meldung auf jeden Fall vorhin. Okay. 80% habe ich schon verbraucht, aber ich habe doch 5 GB. Da muss ich nachher vielleicht nochmal Volumen nachbestellen, nachkaufen. Also ich dachte, es würde vollkommen reichen mit dem Volumen, aber anscheinend wohl nicht. Guckt euch das mal an. Was ist das denn? Wer ist das? Shorty. Hey. Ah, das ist Shorty. Haus- und Haussiegerin habe ich gehört, ne? Ja, hallo. Grüß dich. Wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Mir auch. Ja, geil. Gerade angekommen oder gerade angefangen? Aber wir mussten abbrechen. Ja, kann ich verstehen. Die Verbindung hier ist schlecht, ne? Ja, genau. Ja, ich habe ungefähr von einer halben Stunde angefangen. Kommst du ungefähr? Halben Stunde angefangen? Von einer halben Stunde, ja. Von einer halben Stunde. Oh, welche Software benutzen eigentlich zum Stream? Twitch. Oh, Twitch. Ich dachte immer mit... Ah, okay. Ich habe OBS benutzt, aber es funktioniert auch nicht so gut. Also es gibt keine richtig gute Software dafür. Ja, das weißt du, wenn das jemand von euch entwickeln kann, gönnt euch. Ja, genau. Schreibt uns, dann werden wir sehen. Dann werden wir sehen. Wenn es gut ist, werdet ihr... von mir. Genau. Ihre Subs. Denk dran. Wir müssen wieder zu Mario Kart spielen. Ja. Du hast gesagt, du meldest dich. Ich melde mich nach nächster Woche, weil nächste Woche Montag kann ich nicht, aber darauf. Du warst ja im Urlaub, ich hab's gesehen. Ja. Geil, freue ich mich. Ja. Denk dran, Twitch Prime, ne? Is not a crime, haut bei ihr rein. Und bei ihm. Mua. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Okay. Gehen wir mal. Guck mal, wir sind jetzt gerade da vorne ist Dansen. Da vorne ist Dansen. Da kommt man einfach nicht durch bei Dansen. Da ist gerade ein Speedrun zu Dark Souls 1. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb so viele Leute da sind. Das wundert mich wiederum, dass das einfach so gezeigt werden kann. Das kannst du auf der Gamescom vergessen. Du kannst auf der Gamescom nicht Dark Souls auf der Bühne zeigen, weil es ein 16er Titel ist und sehr viele kleine Knirpse herumlaufen, die sowas theoretisch gar nicht sehen dürften. Verrückt, aber hey, ist halt so. Hallo. Okay, wir versuchen jetzt mal durchzukommen. Die Massen an Menschen. Okay, du sagst mir Bescheid. Also, wenn gleich die Verbindung abbricht, heißt es, wird halt einfach nicht reingecached für sein Internet und muss er nochmal reincachen. Hey, Party, was geht? Ja, alles gut, alles gut. Ja. Wie läuft's mit deinem Stream? Gerade angefangen von einer Weile, aber es läuft. Ja, sehr gut, sehr nur es wurde eben gerade gesagt, so, ja, mein Magenta ist bald alle. Ich dachte so, Alter, ich habe 5 GB, wie kann das sein, schon was alle ist? Ja, ist schlimm auf der Messe. Auch Internet, aber klappt, ist gut. Es funktioniert dann. Ja, wunderbar. Ja, hab ich auch schon gedacht. Na dann, viel Spaß. Ja, danke, wir sehen uns dann noch nachher. Schau dich da vorne, falls du sie noch nicht gesehen hast. Perfekt. Hi. Ich hab dich bei Endless Calling gefunden, Spiel. Das ging, glaube ich, sehr schnell, oder? Hey, ne? Ja, na? Na? Ja, Pack-Opening ist noch nicht. Nee, Pack-Opening ist noch nicht, ne? Nee. Wir laufen erstmal hier noch ein bisschen rum. Und dann geht's, müssen wir gleich schauen. Wir haben hier noch nicht mal die ganze Halle durchgehabt. Also wir müssen erstmal noch alle Hallen durchgehen. Und dann geht's vielleicht. Das geht auch gut. Wir kommen kaum voran.
Ja, schade. Densen war leider nicht so frei, konnte man nicht so alles sehen. Aber ja, Retro-Ecke finde ich sehr cool. Muss ich nachher privat in Ruhe mal schauen, was da alles ist. Hab ja letztes Jahr hier meine NES gekauft. Mal schauen, was nehme ich denn diesmal mit? Vielleicht den Sega Mega Drive für 150 Euro, wie wir da vorne sehen? Auch möglich. Mal wieder. Oh, hier riecht's. Hier riecht's nach Essen. Du warst zuerst da, das war das Problem. Alles gut, ich hab's vorgeschlagen. Food Area. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht schön, wenn man jetzt noch mitlaufen. Boah, ich hab so ein bisschen Hunger hatte ich schon. Ich hab's mir teilweise angeguckt. Hi. Ja. Ist das gerade live? Nee, das ist alles Video. Ist das okay, wir kurz interviewen? Ja, wir können kurz interviewen. Wie gefällt es dir? Oh Gott. Wir müssen kurz Platz machen. Wir müssen kurz Platz machen. Platz machen. Hi. Bitte? Wie gefällt dir die Polaris? Ja, bisher ganz gut. Ich bin eben gerade angekommen. Voller als letztes Jahr, würde ich mal behaupten. War gestern schon recht voll, obwohl ich so gegen Ende angekommen bin. Bin gespannt, wie es dann nächstes Jahr sein wird. Also ich auf jeden Fall, auch wenn du das jetzt mit letztes Jahr vergleichst. Du warst ja, glaube ich, auch auf der Bühne und einem Größeren involviert. Würdest du ja bestimmt, dass du dieses Mal eher privat unterwegs bist. Zum Vergleich zum letzten Jahr, was würdest du sagen? Was hat sich verändert? Mehr Leute. Das auf jeden Fall. Mehr Leute. Ich glaube, TikTok ist jetzt neu dazu mit diesem Weltrekordversuch. Finde ich ziemlich cool. Rocket Beans auch da. Da waren ihr gerade eben das Almost Daily mit den Vieren. Also finde ich schon cool. Also mehr vertreten als letztes Jahr. Hoffe, es wird natürlich mehr für uns dann. Natürlich. Und dass auch im Norden mehr mal ist, ne? Ja, genau, dass im Norden mehr ist. Wir haben im Norden einfach gar nichts. Ja, also wir haben nichts. Das nächste, was wir haben, ist halt dann noch Berlin, ne? Das war's dann aber auch, wenn da mal was los ist. Ja, gut. Wir hatten mal die EJX gehabt, da ist jetzt mittlerweile auch nichts mehr. Ja, und die Northcon gibt's ja auch noch, theoretisch. Siehst du, ich kenne die nicht mal. Ja. Ja, die ist auch nicht so groß. Okay. Aber gut, okay, ich will dich nicht länger auffallen. Alles klar, danke. Mach's dir. Gut. Bis dann. Okay, gehen wir mal weiter? Klar. Was haben wir hier? Oh, Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, kann man hier. Oh, ich. Dragon's Dogma 2 hier. Not bad, not bad. Guck mal. Also, Einlass ab 16 Jahren. Oh, hi. Na, wie geht's? Alles gut? Ja, ich bin gerade live. Nur das weiß. Nö, ist kein Ding. Wie geht's dir? Ja, wovon? Gerade angekommen, schau mir gerade alles an. Ich merke gerade. Ist sehr voll hier. Toller als letztes Jahr. Warst du letztes Jahr hier? Ja, aber nur Freitag. Also weiß ich nicht, wie voll Samstag war. Freitag war letztes Jahr, da dachte ich tatsächlich, ja, die Messe wird nichts. Ja. Und dann kam der Samstag und da war einfach mega viel los. Und dieses Jahr denke ich mir halt einfach so, okay, kein Platz mehr. Ja, aber ist geil, ne? Man merkt, die Polaris ist ein Kommen. Ja. Die funktioniert, die Leute wollen sie. Definitiv. Und ich sehe auch sehr viele Leute wollen Dragon's Dogma 2 spielen. Oh ja, und sie sollen auch Dragon's Dogma 2 spielen, alle. Also ihr habt es gesehen, hier ist ein Dragon's Dogma 2 Stand. Ihr habt die Möglichkeit, hier Dragon's Dogma zu spielen. Was kann man hier noch bekommen, wenn man hier Dragon's Dogma 2 spielt? Sticker, wir haben auch ein cooles Goodie-Bag für alle, die spielen, mit einem Notizbuch, einem Poster, einem Becher und noch diesen wunderschönen Poster. Geil. Möchtest du? Haben wir einen Release-Termin? Nein. Verdammt! Hast du dir gedacht? Ja, ey, es funktioniert immer. Was ich immer gerne bei Interviews mache, immer so, aber wie war nochmal der Release-Termin? Warte, das war, Profi. Möchtest du denn spielen heute, irgendwann? Ja, später, eventuell würde ich mal vorbeischauen. Vielleicht gegen Ende, wo dann vielleicht weniger Leute sind. Gerne, komm rum. Zeitbegrenzte Demo ist das, oder? Ja. Wie lange geht die ungefähr? 15 Minuten. 15 Minuten, okay. Das heißt, 15, 30, da sind 4 Plätze. Ja, man kommt hier eigentlich gut voran. Ja, auf jeden Fall. Also die Stationen sind auch alle zeitversetzt. Also man wartet vielleicht so 5 bis 10 Minuten in der Regel, also pro Station. Keine Ahnung, niemand wartet hier, glaube ich, länger als eine halbe Stunde, würde ich sagen. Ich komme nachher nochmal vorbei. Danke nochmal fürs Angebot. Wir sehen uns. Also Dragon's Dogma 2 hier am Stand. Kriegt ihr auch coole Goodie-Bags. Kein Release-Datum. Die spielen an der PlayStation 5, wie wir gerade sehen. Hast du eigentlich den ersten Teil durchgespielt? Nee, habe ich nicht. Nee? Kam zu einer Zeit raus, muss ich gerade überlegen. Ich hatte viele andere Sachen gespielt. Das war ja noch PlayStation 3-Titel, ne? Na, guck mal, hier ist die Streaming-Ecke. Oh, und guck mal, das ist, was Zeno vorhin erzählt hatte. Die Starfield-Ecke, wo man sich von hinten einfach reinstellen kann, um ein Foto zu machen. Willst du dich reinstellen? Komm. Sollen wir mal kurz reinstellen? Ich stelle mich mal kurz rein. Darf ich mich da kurz reinstellen? Cool. Stell mich mal kurz rein. Oh. Kannst du dich damit schon einmal reinstellen? Ach, so funktioniert das. Ja,
so tricky. Ich habe immer gesehen, dass Leute das machen. Oh, ich kann meine Hände sogar reinstecken. Ja, am besten erst die Schuhe, sonst siehst du. Erst die Schuhe. Oh, okay. Und die Arme auch, ne? Ja. Oh. Oh ja. Wow. Oh, der verträumte Blick nach oben, ne? Ja. Oh. Gute. Man grüßt mit rechts. Und der Bolt Boy. Bis zur Unendlichkeit. Ja. Oh, super. Dankeschön. Ja. Oh, dankeschön. Oh, warte. Tricky, aber es funktioniert echt gut. Cool, dankeschön. Ihr habt es gesehen. Ihr habt ein Foto gemacht, ne? Dankeschön. Ich habe Bilder gemacht. Ich sende dir später welche für Social Media. Okay. Street Fighter 6 am Start natürlich, aber ist natürlich schon länger erschienen. Da haben wir es, Assassin's Creed Parkour. Ja, das neue Assassin's Creed ist natürlich wieder ein bisschen oldschool, parkourlastiger. Nicht einfach, ich kann nicht jedem Scheiß hochklettern, sondern... Oh Gott, mir wird schlecht, wenn ich das sehe. Oh, mein Rucksack. Oh, ja, mein Rucksack. Ja, la, 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 la. Mein Rucksack. Ah ja, alles gut. Dankeschön. Mein Rucksack. Oh Gott, wer ist mal drin? Hab ich immer. Oh, das wär's ja noch. Gutes Mann. Diese Statur habe ich nicht, weshalb ich nie so weit kommen würde. Aber wir werden das nachher doch ausprobieren, ne? No. Jetzt fast geschafft. Hey, was geht, Mann? Ja? Bist du privat unterwegs? Ja, privat gerade unterwegs. Gesehen? Alles gut? Ja, absolut, bei dir. Ja? Und auch privat unterwegs? Ja. Letztes Jahr hast du ja hier noch gearbeitet. Ja. Wie ich. Ja, nee, die haben wieder gefragt. Ich dachte, nö, dieses Jahr. Hey, guck mal, wer hier ist. Ist das hier nicht der Fallout-Champion? Vollgeist-Champion. Vollgeist-Champion. Ich stream gerade. Achso. Hi, grüß dich. Ja, hast du ja eben noch gestreamt. Ich hab dich ja geradet. Alter, ja. Sie war ja sowas von in der Zone gerade. Hast du einen Chicken Dinner geholt, als ich dich geradet habe? Nein. Okay, der Segen hat nichts gebracht. Aber ich wurde auch quasi dann rausgeschmissen. Meine Zeit war um. Was? Mittendrin? Dann quasi direkt an dir geradet bist. Wow, wie streng. Okay, ja, schade. Dann war dann hier ganz harter Cut. War vorbei. Okay, was machst du denn gerade? Ich chill nur noch, weil ich in der Stunde abhau. Was? Schon? Ja, mein Zug kommt. Dein Zug kommt? Oh, okay. So, warst du noch hier? Oder? Ich bin eben gerade erst angekommen. Ich mache jetzt eine Runde. Ja, nice. Mal schauen. Cool, was wie ist spannend. Da, was ist denn da gerade los? Ich bin mir nicht sicher, aber wenn du alkoholfreies Bier haben möchtest, kannst du da... Aber ich glaube nicht, dass sie sich dafür alkoholfreies Bier... Wer ist denn da vorne gerade? Das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht. Lass mal da hingehen und gucken. Ja. Okay, wir sehen uns nachher dann. Bis dann. Okay, warte, dass der Dr. Freud stand. Also wenn wir nachher irgendwie ein Pack-Opening machen, ich schreibe das nochmal in Discord rein, ne? Wir treffen uns alle dann da vorne bei Dr. Freud. Genau unter dem Neonschild. Dort treffen wir uns. That's the place to... Oh, sorry. Hi. That's the place to be. Okay, jetzt gucken wir mal. Ja, hier war vorhin Gronkh. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe auch keine Ahnung. Ist da Gronkh? Ja. Ah, okay. Ah, okay, ganz hinten in der Ecke. Ja, gut. Oh Gott, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Und alle gucken sich um und so, du kennst den Papst nicht? Gronkh? Hm? Eddie ist ganz dicke. Ja. Eddie? Wie jetzt? Ja. Oh, nein. Was ist passiert? Warte. Einmal ausmachen. So. Hey, voilà. Geht's wieder los. Laserlimbo. Okay. Nee, ich hab Gronkh halt nicht gesehen. So ist es nicht. Dass ich nicht weiß, wer Gronkh ist, aber. Oh. Es macht es wieder. Es macht es schon wieder. Alarm. Alarm! Ich mach das mal aus und wieder an. Ja.
Okay. Gimbal möchte nicht mehr. Gimbal müde. Alles klar. Alles klar. Hau rein. Danke dir. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo. Set. Okay. Oh. Das Gimbal möchte nicht mehr. Das Gimbal ist müde, ich glaube. Gimbal ist müde. Es ist schon ein bisschen warm, ne? Dann musst du vielleicht kurz halten. Warte mal, ich mach's mal aus. Musst du kurz halten? Ja, genau, halt mal ein bisschen. Das Handy ist auch schon sehr, sehr heiß gelaufen. Und dabei haben wir erst eine Halle komplett abgeklappert. Da drüben gibt es eine Fotomöglichkeit von der Fotopia. Sieht ziemlich fresh aus. Okay. Sind die Bohnen immer noch da? Ne, die Bohnen sind da nicht mehr. Muss gerade gucken, was ist denn da gleich? Okay, dann wechseln wir mal rüber zu der anderen Halle. Zur nächsten Halle. Ich habe sonst noch was anderes. Könntest dir vielleicht in die Hand drücken, aber ich weiß halt nicht, ob wie gut das funktioniert. Gucken wir mal. Hier wieder außen rum. Verstecken wird, glaube ich, morgen auch nochmal gespielt, wie letztes Jahr. Aber wir gehen jetzt in die Richtung, ja, der Anime- und Cosplay-Hallen. Also, so Tätigkeitsbereich von Nino. Und The Gimbal sagt nein. Moment. Wird ein bisschen wackeliger damit, aber hey, besser als gar nichts. Lass mal. Oh. Puh. Okay, das. Oh. Jetzt erstmal pausieren. So. Und. Oh. Hä? Wie auch das Gimbal warm wurde. Alter. Verrückt. Verrückt, verrückt. So. Machen wir so. Wir tauschen kurz. Das Empfänger. Soll ich das irgendwie bei mir festmachen, den Empfänger? Mach den sonst mal bei mir irgendwo fest. Dann. So. Auszeichne. Und der hier macht erstmal ein bisschen Pause. Also ich habe einen Gimbal von der Firma geliehen, weil wir haben ja auch gesehen, mein Gimbal macht sehr schnell schlapp. Aber das ist ja kein Problem. Jetzt haben wir ein kleines Stativ mit. Gehen wir gleich weiter. Ist jetzt nicht mehr so stabil wie vorhin, aber ich glaube, das wird schon klappen. Ah, keiner erwartet Wunder. Ja. Wir erwarten keine Wunder. Oh, das wird diese VIP-Area. Da muss ich nachher auch nochmal hin. Will ich da auch nochmal kurz Hallo sagen zu einigen Leuten und was futtern. Ich habe gehört, da oben gibt es Essen. Da geht's gleich los. Okay, jetzt gehen wir zur nächsten Stage, beziehungsweise zur nächsten Halle. Halle 1 oder Halle ab hier. Licht. Tor 1. Dem Munchy Mark und Neo Taki. Alter, man merkt halt einfach, wie heiß es da drin war. Also hier ist schon ein bisschen frischer, auch ein bisschen entspannter. Gute Luft ist hier. Oh,
Hier ist gerade das Meet and Greet mit Marius. Seht ihr gerade? Gute Marius sitzt hier gerade. Nino. Das ist die Nino Stage. Ich glaube, dieses Jahr minimal größer. Aber guck mal, ob ich zu Nino rüberkommen kann. Ich will nur kurz einmal durch. Dankeschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich gleich. Ich dachte schon, was ist los? Ich stehe im Weg oder so. Nein, alles gut. Achso, soll ich kurz reinschreiben? Ja. Achso, ja gut, kein Problem. Ach, hast du die Leute ja schon alle getroffen heute? Ja, genau. Ach, sehr cool. Also am liebsten würde ich dich auch noch um mein Foto retten. Ja klar, kein Problem. Bitte mal einen auf euch von uns. Bitte ein Foto machen. Bitte geht's euch schön. Gut hier bei uns auf der Polare. Ich habe mir doch einen ganzen Kühlschrank voller Energy. Ja, gern, kein Problem. Das war klar. Okay, ihr fängt schon mit der Moderation an. Ich dachte, mach noch Pause, dann kann man noch kurz hin, aber ist mir nicht so. 10 Minuten auf Twitter, @ninotaro. Hi. Ja, klar. Kein Problem. Dann nehme ich meinen Rucksack auch runter. Okay. Okay. Dankeschön. Gerne. Danke für das Foto. Ja, kein Problem, gerne doch. Ja, danke euch auch. Danke. Okay. Geht mal weiter. Letztes Jahr war hier noch Crunchyroll. Dieses Jahr nicht am Stüssel. Leider. Leider. Also die hatten letztes Jahr noch irgendwie Torschießen gehabt. Etc. Wir hatten ja letztes Jahr noch unsere Top-Trainer-Boxen gekauft. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist die Just Dance Stage. Nicht zu lange, nicht zu viel hinzeigen, nicht zu viel hinzeigen. Sonst gibt es einen DMA-Strike. Okay. Welches Kissen würdest du kaufen? Oh, sorry. Ben, hey. Ja? So. Ja? Hey, welches Kissen? Sag mal, hast du dir schon ein Waifu-Kissen geholt? Ich habe gerade dich fragen wollen, welches Kissen würdest du holen? Boah, das ist sehr schwer. Ich habe mir sie noch nicht richtig angeguckt. Sie noch nicht angeguckt, okay. Welches wäre es? Nee, keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich sehe sowas zum ersten Mal, also in live. Sowas noch nie gesehen vorher? Nein, ich habe es noch nie gesehen vorher. Wie kann es sein, dass du sowas noch nie gesehen hast? Ich bin nicht so drin in dem Kissen-Game bin ich nicht so drin. Ja. Aber welchen holst du dir jetzt? Ich erkenne keinen von denen. Das sind alles selbstgemachte, glaube ich. Weil ich gucke ja schon ziemlich viel Animes, aber ich erkenne wirklich keinen von denen. Ja, ich glaube, das sind ja auch keine richtigen Franchise-Charaktere. Sonst gibt's, glaube ich. Sonst wäre es teurer wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch. Verstehe. Glaubst du, das ist nicht teuer? Keine Ahnung. Wollen wir mal fragen? Lass noch mal fragen, wie teuer so ein Kissen ist. Steht da, glaube ich. Ja. 150 mal 50, 49 Euro. Geht doch voll, oder? Geht doch voll. Was sagt denn der Chat? Chat sagt bestimmt, kann man machen, ne? Kann man machen. Was ist eigentlich so mit dem Halsband? Hab ich schon. Hast du schon? I wish. Ich geh weg. Ja, holst du dir einen? Nee. Holst du dir einen? Nicht vor der Kamera, nicht vor der Kamera. Aber wenn die Kamera aus ist, shut up and take my money.
Im Zweifel, ich bin Zeuge. Hä? Ich bin Zeuge im Zweifel. Ja, ja. Plötzlich mache ich dann davon ein Foto. Waldheim, mal gucken, was ist hier los? Ah, der Herr Andi ist hier, macht schnieke Fotos. Deswegen stellen sich gerade alle an im Cosplay. Um eventuell ein gutes Foto zu ergattern. Oh mein Gott, da ist Matteo! Können wir es mal an? Matteo ist am Start. Und, falls ihr scannen möchtet, da unten... Es ist Lebensgröße, ich muss mal kurz gucken. Das ist die Originalgröße von Matteo, das kommt hin. 1:1. Erstaunlich. Sonst wäre er hier, ne? Ah. Welche Anime-Figur soll ich mir kaufen? Was? Welche würde ich empfehlen? Ich hole mir bestimmt kein Kissen, aber ich hole mir vielleicht noch irgendeine Anime-Figur. Ich wüsste halt nicht welche. Ich hatte mir auf der Gamescom eine kleine Anya gekauft. Die war schweineteuer. Ich dachte so, die wäre so groß. Die war so groß. 35 Euro. It's too much. Oh, warte. Da ist ein Stand von den Rocket Beans. Falls ihr von denen schon mal gehört habt. Stream läuft noch, oder? Der Stream läuft noch. Okay, ich dachte so, irgendwann sag gleich so, ey, wir, du hast keinen Speicher mehr. Guck mal, wer da ist. Achso, ja, stream gerade. Ja, bist du immer noch live? Ja, wir sind immer noch. Ja, ich habe dir zugeguckt, als du angefangen hast. Ja, ah, hier, da vorne ist Fiat. Ja, lange nicht gesehen. Grüß dich. Ja, selbst. Ja. Du wirst gleich, wo wir nachher essen, ne? Ja, natürlich. Wir wollen uns rauf, ne? Die gehen gleich mal auf die Bühne mal schön zuschauen. Sind die gleich da? Ja, die sind gleich da in einer Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde, okay. Da sind dann Daniel Schlauch, Uwe Thompson und Hubertus Sanji. Genau, Hubertus Sanji. Hubertus Sanji, man kennt ihn unter dem Namen. Also die sind dann bei Nino auf der Bühne. Drei Sprecher von One Piece, man kennt das vielleicht. Ist so ein nischiger Anime, der mittlerweile Netflix-Verfilmung bekommen hat. Also, ja. Also, kennt vielleicht einige durch die Netflix-Live-Action. Ja, kennt man vielleicht durch die Live-Action-Serie. Die reden auch keine besonders großen Rollen, die sind irgendwie so diese Big 3 oder so. Big 3. So ein grünhaariger und der mit dem Strohhut. Ja, genau, der mit dem Strohhut. Ich kenne ihn nur als Ranma aus Ryoga, deswegen. Genau. Und? Hier auch was los? Brauchst du ein Shirt? Was kann Meet and Greet? Nee, ich setze hier zusammen. Hey, was geht? Kann man alles sagen. Ja? Ich gucke mich immer. Oh, Dankeschön. Freut mich. Du musst selber nicht geben, das ist Gerät, damit wir in Hamburg sind, dass wir uns sehr geschenkt sind. Ah, sehr schön. Ah, das ist sehr, sehr schön. Das ist cool. Total gut. Das Leben genießen und jetzt. Mal gucken, was ich einfach. Totally worth it. War hier schon das Meet and Greet mit Gregor? Gregor ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ach, wirklich? Ja. Gregor ist vorbeigelaufen. Er ist wahrscheinlich schon abgehauen. Aber er ist ja nachher auch noch dabei. Ich habe für die halbe Messe ist nachher. Ich habe 16 Leute. Nee. Also wie, du sagst das im Stream oder so. Ich sag nicht im Stream, wo wir essen gehen. McDonald's. Da werden wir nachher sein. Geh nochmal weiter. Wir sehen uns nachher. Also hier bekommt ihr Rocket Beans Merch. Wir haben hier noch das ABC der Rollenspiele. Wir haben Nerdquiz Kalender 2024. Wir haben die 100 Karten über Gaming. Wir haben große Bohnen. Wir haben kleine Bohnen. Wir haben Bohnenpins. Wir haben Bohnenkappen und wir haben Bohnentaschen. Wir haben T-Shirts. Ich habe keine Ahnung, was haben wir noch alles? Ja, ich glaube, ich habe alles aufgezählt. Noch mehr T-Shirts. Das alles und noch viel mehr. Das alles und noch viel mehr hier beim Merchstand von Evolve Rocket Beans TV. Kriegt ihr hier alles. Everything you want, you can get here. Ja? Es darf irgendwie nicht verwaschen werden. Oh, guck mal, da ist die Glückskatze, wo letztes Jahr das Meet and Greet war, wo keiner kann kommen ist. Nee, da hinten, ja. Bei der Katze. Ich habe ja noch das Bild, deswegen weiß ich noch, wo es war. Irgendwo ist hier noch der kleine Bruder von Artyom. Artyom, mit dem ich hier Counter-Strike gespielt habe am Montag. Der Mist.
Sein Bruder hat hier irgendwo einen Stand, verkauft Anime-Schüssel. Wollte ihn nochmal suchen und Hallo sagen. Aber hier ist gerade einfach so viel los. Oh, guckt euch das mal an. Super süß. Tänzen. Also Familien-Cosplay von Avatar. Sehr schön. Ja, wenn man schon die Möglichkeit hat. Auch hier verstecken. Das war ein bisschen unfair, muss ich sagen. Da muss man einfach nur ganz weit laufen und irgendwo unter dem Tisch sich verstecken. Ich habe mich irgendwo in den Kartons versteckt. Das war auch hier irgendwo. Auch möglich. Oh, und die Leute. Ist hier japanische Kirschblütenverkostung oder warum stehen die Leute hier alle Schlange? Da müssen wir mal schauen. Ich habe so eine Flasche mal zu Hause gehabt. Die ist nicht schlecht. Also es ist Met mit Kirschblüten. Ist okay. Er ist gar nicht mal so schlecht. Ist nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie der Preis ist, aber es war echt nicht schlecht. Kann man machen. Wie man so auf Neudeutsch sagt. Kann man machen. Oh, die Leute stehen hier Schlange. Gucken wir mal. Sehr viele Artists. Hier, wo ist Doom? Wo ist Doom mit seinem Stand? War auf der Dokumi, aber hier ist er nicht. Was ist da los? Jetzt wird hier richtig warm hier. Oh, sorry. Hier vorne übrigens ein Kartenspiel tatsächlich. Ein Kartenspiel? Hier vorne, Five Goddesses. Ich habe es gestern angetestet und mit den Machern ein bisschen geredet. Okay. Inspiriert durch unter anderem Pokémon und auch Yu-Gi-Oh! Okay. Macht Spaß. Der erste Eindruck ist wirklich sehr gut. Okay, schau mal. Oh. Okay, interessant. Auch mit Figuren gespielt oder wie? Die Karten und die Figuren sind, glaube ich, von DICE tatsächlich. Ah, also von jetzt Dennis. Für das Event halt. Okay. Ist ganz cool. Man kauft wohl einfach so eine Art Deck, sage ich mal. Sind keine richtigen Decks, sondern einfach Themensachen. Okay. Jede Karte darfst du einmal spielen und je nachdem, was für einen Modus du spielst, hast du dann so und so viele und baust dir dein Deck halt aus vorgefertigten Karten. Und du spielst nur Frauen. Also, das sind Bezwingerinnen. Okay. Bezwingerinnen. Okay, das ist das Waifu-Kartenspiel aus dem Westen. Ja, alles gut. Oh, die Pikachu-Maske da, die ist ja legendär. Perfekt für Raubüberfälle, so eine gehäkelte Pikachu-Maske. Fantastisch, oder? Die brauchst du jetzt. Ja, die brauche ich. Dann wirst du zum Wrestler. Ja, der Pikalore, ich weiß nicht, nennt man den so? Pikachulore. Da ist der DICE-Stand, da ist Dennis am Start. Da könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Ja, wenn es um Tabletop geht, this is the man. Oh Gott, ich erkenne die ja erst jetzt wieder. Jetzt müssen wir das Spiel in die Richtung. Ja, komm, die mal laufen. Okay, also, wir müssen jetzt zurückgehen, aber wir kommen gleich.
Hamburg. Hi. Wir spielen von Dennis Deist Spiel. Er ist 15 Minuten Spiel. Okay. Das ist zum selber Ausdruck auf PDF-Basis. Und da kann man das machen. Hallo Leute. Mhm. Und es dauert nur 15 Minuten und du musst halt versuchen, nach Übernächtigung das Spielbrett zu verlassen und das ja innerhalb von, bis das Taxi da ist, sonst fährt das Taxi bis weg. Das Taxi ist. Ja, und es ist sehr random. Es macht sehr viel Spaß. Sehr viel random. Wir haben noch einen linken Arm. Ist das hier Dennis? Das ist Dennis. Ja, das ist ja. Das Gesicht war verdeckt. Kennst du das nicht? Das Gesicht? Ja, stimmt. Hätte ich eigentlich daran erkennen müssen. Sieht man auch One-Pack hier. Ich habe eine 6. Wir gehen fast in die richtige Richtung. Also 1, 2, 3. Special Deal gibt es für 7 Euro. Könnt ihr auch vorbeischauen? Oder, auch mal, oder einfach mal gegen Dennis spielen. Okay, cool. Ich habe eben uns noch 2 Tiki geholt. Okay, das spielen wir mit mehreren. Es gibt einen Game Master oder wie ist es? Wir spielen einfach zusammen, weil wir können. Aber jetzt, ja. Jetzt, wenn wir hier gegen rennen, Dennis gegen das Fenster und sind fertig, oder? Nein, nee. Würdest du sagen? Achso, okay. Ja, genau. Du würdest die Richtung laufen, aber wenn du gegen Gegenstände läufst, die im Raum liegen, so Obstacles, da kriegst du eine Ereigniskarte da hinten mit dem, oh mein Gott, Dennis, der übernächtigt ist. Und wenn du gegen Gegenstände rennst, dann musst du nochmal würfeln, welches Körperteil du verlierst. Wir haben Gott sei Dank, also jeder Kontakt verliert dein Körperteil. Es sei denn, du hast schon was verloren, dann ist cool. Dann ist das halt schon kaputt. Geht nicht. Also was weg ist, ist weg. Genau. Ja. Okay. Und dann musst du noch aussuchen, was mit dem Regal passiert, ob was runterfällt oder ähnliches. Okay. Wir dürfen übrigens nicht seitlich aus dem Ding raus. Wir müssen was? Ja. Dann fallen wir jetzt gerade wieder zurück, weil ich gehe wieder die 4 nach unten rechts. Und einmal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber das ist gut, dann passiert wieder viel mehr. Ja. Bitte. Okay, genau. Und mir passiert gerade nichts. Ich bin nirgendwo gegen gelaufen. Wir haben noch 4 Züge, bis das Taxi da, also wegfährt. Das wäre nicht so lange. Die 1. Aber das ist die falsche Richtung. Okay, wir sind. Reis. Wir können aus der Tür Reis. Rausgehen oder uns aus dem Fenster stürzen. Das ist okay. Die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und das hier sind? Das ist ein Schrank. Ach, das ist ein Schrank. Okay. Das ist sehr schlecht. Ah ja. 5 ist gut. 5 und okay, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier geht es immer noch gut. Ja. Wir haben noch 2 Züge. Okay, okay. Okay, spielt ihr zusammen oder gegeneinander? Nee, zusammen. Okay. Wir steuern beide, Dennis. 2, 6, wir sind gegen den Tisch gelaufen. Mal gucken. Okay, jetzt guck, welches Körperteil kaputt geht. Genau. Ja. Betroffen ist. Die 4. Jetzt habt ihr beide keine Beine mehr. Ja, aber ein Körperteil reicht, um das Spiel zu gewinnen. Okay, also es ist beanstrengend. Nein, wir warten auf den Moment, wenn er rauskriecht. Okay. Dennis fällt halt auf den Tisch. Die Kamera und das ganze Lichtgedöns fallen mit runter. Das Licht entzündet die auf dem Tisch liegende Grundbox von dem Spiel Petrolands, die ist dummerweise mit echtem Benzin ausgestattet ist. Dennis muss das Feuer löschen und verliert W6 Aktivierung. Oh, das ist jetzt vielleicht nicht verloren. 2, ja. Leider von. Ja, das Taxi rennt weg, ich sterbe. Ich werde nie wieder nach Hause kommen. Gehen wir weiter. Ja, wir haben verloren. Ihr habt Dennis getötet. YouTube hat Dennis getötet. Yes! Macht sehr viel Freude, weil es auch ist. Ja, das ist sehr Spaß. Also, komm später, ich komm später nochmal vorbei. Ich habe einen guten Eindruck gehabt. Kannst du schaffen? Wir haben auch schon geschafft in der ersten Runde. Ja, das wäre es ja noch, wenn es niemand schaffen kann. Es geht auf Karten. Ja, das lade ich mir runter. Was ist das denn? Und das Aufstellen hier ist alles random, ne? Sorry, aber die QR-Code. Okay, okay, dann scanne bitte den QR-Code, damit wir das können. Ja, gleich auch einfach schön in die Kamera halten für die Leute, die es eventuell auch spielen wollen. Scan das ein und druckt es aus. Könnt ihr es auch spielen. Aber trotzdem wieder runter. Mach ich. Habt ihr es? Trotzdem runter, kannst du aber die Filme sehen. Habt ihr, ne? Habt ihr. Skalier ist mit der Filmversion. Hast du noch viele für die Arbeit leisten? Jetzt nur zwei Spieler groß. Siehst du, ich will zwei Spiele spielen. Und die erste Erweiterung schon. Ja, wir können es ja auch ausdrücken, wie wir wollen. Game jeder kann sterben. Geil. Game Pass? Hat er gerade Game Pass gesagt? Game Pass? Was? Ist das ein Game Pass? Warte. Ja, vorne gibt es, glaube ich, was zu trinken. Oh, hier sind Tattoo-Artists. Finde ich auch immer ganz wild, Leute, die dann auf einer Messe sich tätowieren lassen. Ziemlich wild, sagen die Kids heutzutage, habe ich gehört. Das ist wild. Vorne ist die Kochstage. Ah, die Kochstage. Die Kochstage war letztes Mal, glaube ich, nicht so. Das letzte Mal war sie da, wo wir gerade waren. Genau, genau. In die Richtung war die. Haben sie ein bisschen umgestellt. Die Space Frogs sind gerade da und sind auf der Kochstage. Auch cool. Cool. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist rot. Das Tomate ist immer gut. Oh, hier gibt's Überraschungstüten. Hast du hier eine Tüte gekauft? Nee, ich hatte keine Tüte. Du hattest keine Tüte gekauft? Hatte nicht jemand so eine Überraschungstüte gekauft? Hä? War das vielleicht? Blade Wars ist ja nicht auf der Messe. Dieses Jahr? Letztes Jahr doch. Nee, dieses Jahr. Hat doch jemand im Discord gepostet.
von uns. Das ist cool. Oh, oh. Oh, hier gibt's Bubble Tea. Ey, trinkt Bubble Tea überall, aber bloß nicht auf einer Messe. Das kann nicht gut sein. Um Himmels Willen, das kann nicht gut sein. What's up, Johnny? Danke, Verleih. Hallo, hallo. Kannst du kurz rüberhauen? Hier ist mal Insane J. Insane J hat sich eine Tüte gekauft, okay. Was haben wir hier? Einfach Spirembu. Kein Figuya-Store dieses Jahr hier? Und letztes Jahr gab es noch diese Sailor Moon-Getränke, die einfach überteuert verkauft wurden. Daran kann ich mich noch erinnern. Bitte? Stand hat ja auch die ganz viele Pokémon-Karten. Ah, okay, okay, da gehen wir nachher nochmal hin. Hi! Alle unsere Klingen sind von höchster Qualität. Sollte man sowas dann hier verkaufen? Falls du eins brauchst, ich schmiede dir auch gerne eins. Du schmiedest dir? Ja. Du bist ein Schmied? Ich kann schmieden. Du kannst schmieden? Ja. Ich stelle für eine Freundin unter anderem Cosplay-Sachen auch her. Ich brauche nur einen technischen Kram. Ich brauche nur ein Küchenmesser, ein gutes Küchenmesser. Oh, es riecht gerade hier so gut, ey. Ich habe so einen Hunger. Ich glaube, es... Kimbab gibt es hier. Kimbab und Takoyakis gibt es hier. Damn. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch einmal durch, ne? Einmal durch die komplette Messe gegangen. Also man kommt schon gut voran. Es gibt schon viel zu tun. Es gibt viele Leute, die man treffen kann. Ist schon cool. Freue ich mich sehr, dass Hamburg mittlerweile, der gute alte Norden, auch eine Messe hat, wo viele Leute kommen, Bock haben, die jährlich wächst und wir auch vertreten sind als Rocket Beans TV. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also kommt nächstes Jahr einfach nochmal, würde ich sagen. Und danke für schön nochmal Road, die mir die Mikros zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, ihr habt uns alle hervorragend hören können. Ladet euch das Spiel von Dennis runter und ja, sagt einfach Hallo. Ich mache dann hier erstmal Schluss und schaue mir nochmal alles in Ruhe an. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Stream. Also, bis dann. Ciao.